Ja, moin Leute, ich bin's wieder, euer Tomek, und ich bin mal wieder mit meinem Bock unterwegs. Und ja, wir sind hier in der Nähe von Volksdorf, Poppenhusener Landstraße 1. Und hier gibt es das Whisky-Depot. Ist schon Ewigkeiten her, dass ich hier war. Damals habe ich, glaube ich, noch einen Macallan Sherry Oak 12er für 40 Euro gekauft. Das waren noch Zeiten. Ja, der Laden ist ein bisschen versteckt. Ich führe euch hier mal einmal ganz kurz rum. Ist so ein Hinterhof. Eigentlich ganz schön im Grünen. Da ist er. Man sieht natürlich so schlecht, weil die Sonne scheint. Hier gibt es noch einen Weinladen und. Ist direkt an der Poppenhusener Landstraße Nummer 1. So, ich werde jetzt gleich mal nachfragen, ob wir filmen dürfen. Ich habe schon gesehen, der Herr sitzt da am Tisch. Mal gucken. Wir schauen einfach mal rein. Also, folgt mir. Auf geht's. Der Ardmore Portwood hier, der war auch gut, fand ich. Jetzt kommt mal dieser neue Lady 8-Jährige raus. Ich glaube, das ist der Nachfolger vom 10er, soll das sein, ne? Soll er auch wieder? Habe ich jetzt gerade irgendwo gelesen, dass sie überall 10-Jährige von Lady und Portwood schon mal draußen. Okay, also ich habe den 8er gesehen. Der ist gerade, glaube ich, vor ein paar Monaten. Ich habe so verstanden, dass das der Nachfolger vom 10er sein soll. Und sie schreiben Alter drauf. Das trauen sich nicht alle 8 Jahre. Und ordentlich Zigarren. Mehr Whisky-Liebhaber oder mehr Zigarren-Liebhaber? Im Sommer mehr Zigarre, im Winter mehr Whisky. Ah, okay. Das Saisongeschäft. Ja. Weil man doch nirgends mehr im Restaurant rauchen darf. Lass ihn da rausgehen zum Rauchen. Ja. So Leute, das war's von mir aus dem Whisky-Depot im Grünen. Schön gelegen, klein, muckelig, mit einer großen Zigarrenauswahl. Ja, wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut vorbei, klopft an.
schnappt euch einen Whisky. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Da könnt ihr ein Abo dalassen. Freue ich mich mal wieder. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder unterwegs bin. Macht's gut. Tschüss, reinhauen.